In meinen InDesign-Schulungen kommen wir auch immer wieder aufs Thema Schriften. Und dann reden wir über TrueType und PostScript und Typ-1-Schriften und natürlich auch über Unicode-Schriften. Jetzt sagen die meisten, mir ist das klar, um was es da geht. Glaube ich nicht so ganz. Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie mal auf unicode.org. Im Moment haben wir Unicode Version 8. Version 9 ist schon in Vorbereitung. Wenn Sie hier draufklicken, sehen Sie auch, wie das ausschaut. Da können Sie das nachlesen. Klicken Sie mal auf diesen Link, dort bekommen Sie mehr Informationen. Ab Juni sollte das eigentlich schon erreichbar sein. Dort können Sie einen Code-Chart herunterladen. Das ist ein PDF, das hat über 100 Megabyte. Ich habe das mal für Sie gemacht und schauen Sie sich das mal an. Sie bekommen ein PDF, das 2488 Seiten hat, also einige Informationen. Das können Sie dann selbst anschauen. Ich zeige einfach mal was. Es hat immer wieder diese Sachen drin, die man anschauen kann. Was wird da genau gemacht? Sind dann die verschiedenen Sprachen, alle, die drin sind, Hebräisch und so weiter. Ich glaube, da kann jeder noch etwas lernen. Wenn Sie mehr Informationen brauchen, gehen Sie, wie gesagt, auf diese Webseite unicode.org und laden Sie sich alles, was Sie brauchen, runter.